Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Jo, ich habe gerade noch mal ein bisschen Holz besorgt und überhaupt so ein bisschen gefarmt. Warum ist denn die Tür hier offen? Hier war ich doch gar nicht. Hm, komisch. Ja, weil ich würde heute ganz gerne in der Piratenzone wieder mal weiterbauen. Das heißt, wir schicken uns da jetzt mal ein bisschen Holz hin. Was mache ich denn? Ich glaube, knapp 70 Stück brauchen wir drüben. Ich habe mir jetzt mal hier so eine Seilbahn hingebastelt, dass wir das so ein bisschen verteilen können. Ich hoffe ja, dass das jetzt funktioniert. Das ist jetzt der erste Test, den ich hier mache. Aber warum sollte es nicht gehen? Entweder fliegt es durch oder es bleibt irgendwo oben liegen. Also es sollte gehen. So, 42, nee, 40 sage ich jetzt mal, haben wir schon. Und dann nehmen wir jetzt noch zwei Ladungen mit. Dann haben wir 80. Und das sollte zum Bauen drüben erstmal reichen. Ich glaube, ja, sollte reichen. Erstmal. So, und dann müssen wir gucken, was brauchen wir denn? Ich glaube, wir brauchen Pilzziegel, wir brauchen Aschezement und wahrscheinlich Seile. Aber da gucken wir gleich mal rein. So, und dann war ich beim Burgle wieder mal neue Quests anzunehmen. Mal gucken, ob wir das heute auch noch hinkriegen. Wir müssen Bombardierkäfer jagen. Da läuft eh einer wahrscheinlich da vorne rum. Was war es noch? Bienen und Glühwürmchen. Na super, wieder so blöde Quests. Okay, was brauchen wir denn? Wir brauchen Pilzziegel, Seil, Eichelschale, Aschezement. Okay, Eichelschalen. Oh, muss ich auch wieder mal farmen gehen. Seile. Ein paar Pilzziegel. Und Zement. Oh, so sollte das nicht sein. War es noch irgendwas? Haben wir. Sowieso. Und Ton nehmen wir noch ein bisschen mit. Für den Boden. So. Vielleicht noch mal ein paar Seile mehr. Machen wir die Ladung hier noch. Schmeißen wir noch an und nehmen das noch mit. So, und dann habe ich mir überlegt, müssten wir die nächsten Tage mal den ein oder anderen Mixer machen. Die Mutterspinne wollte ich noch ein paar Mal klatschen. Und den Mantis wollte ich jetzt noch ein paar Mal machen. So, in der Hoffnung, dass man vielleicht das Amulett bekommt. Wobei mir das vom Mantis schon fast wichtiger wäre, gerade wegen dem Zaubern. Und die Mixer wären halt ganz gut, dass wir die einfach mal abgeschlossen haben. So, das heißt, ach komm, wir probieren selbst auch mal die Seilbahn. Ein bisschen Laufen sparen. Von der Seilbahn könnte ich doch auch nach da oben. Ach komm, da müssen wir mal gucken. So wird es jetzt eh nicht passen, weil die von der Richtung her ganz blöd ist, ne? Hoffentlich liegt jetzt hier kein Holz im Wasser. Ne, es steckt alles da in der Wand. Ja. Fertig? Ja. Na gut, dann nehmen wir das doch schon mal mit. Es fällt uns vor die Füße. Und dann bauen wir den Kran auch gleich ein. So, haben wir hier nicht noch irgendwo Stängellager gehabt? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich das ins Wasser schnippe. Da unten. Machen wir die nämlich voll. Aber ich wollte das nach vorne stellen. Zack. Dann nehmen wir den noch. Und dann kriegen wir unser zweites Häuschen vielleicht heute fertig. Und mal gucken,
Weil... Ich sag mal, jetzt hier bei den Häuschen brauchen wir nicht tonnenweise Holz. Klar, für die Dächer brauchen wir wieder was und, komme ich da dran? Ja. Für die Dächer brauchen wir immer mal ein bisschen Holz und für die Wände. Aber das ist nicht allzu viel. Also da reden wir jetzt nicht von 400, 500 Holzbrettern. Das heißt, so nebenher kann ich meine Lager mal voll machen. Und es könnte vielleicht für so eine Folge sogar reichen, wenn man regelmäßig hier das Holz mit einsammelt. Das sollte funktionieren. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir das eh umgesetzt bekommen. Weil ich würde ganz gerne... das Ding schwebt ja in der Luft. Das würde ich so langsam mal ein bisschen ordentlicher hinkriegen. So, gehen wir mal ins Häuschen. Okay, da hinten sind natürlich die Stängellager zu weit weg. Und hier mal, dann können wir die auch verbauen. So, und hier hatte mir gesagt, es gibt ein Lager. Sprich ein Holz- und Grasplattenlager. Da müssen wir mal gucken. Das würde ich halt auch ganz gerne irgendwie anbinden. Beziehungsweise man könnte rein theoretisch... Ach, da piepst es schon wieder. Die Mistviecher sind schon wieder unterwegs. Mann, 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 Mann. Man könnte rein theoretisch die Anbindung vom Dach... Das sieht schon nicht mehr so praktisch aus. Müssen mal gucken, wie das von der Höhe her passt. Dass wir vielleicht das Lager dann hiermit verbinden. Weil wir sind auf welcher Höhe? Da oben. Na gut, dann könnte ich eine Seilbahn machen, das vielleicht... Da müssten wir hier ein Fenster reinmachen, das hier reingeschossen wird. Oder hier. Wie sieht denn das aus? Hier könnte man ein Fenster hinmachen. Müssen wir gleich mal gucken. Aber das wäre vielleicht nicht schlecht, weil dann können wir auch von unserem Häuschen aus unser gelagertes Zeug verteilen. Ich würde sogar schon fast sagen, wir machen hier das Fenster hin. Ups. Blub. Ja, ist ja gut. Jetzt macht er alles kaputt, oder was? Ich brauche ein Fenster. Das müsste doch gehen, wenn ich da einen Haken reinsetze oder dran setze. Der müsste dann hier dran. Dann müssten die Bretter ja da durchfliegen. Ich hoffe, dass es funktioniert. So, dann müssen wir den wieder setzen und den wieder setzen. So, dann haben wir die hier noch. Dann sieht es doch auch schon ganz gut aus. So, wieder mal alle Blaupausen beenden hier drin. Das noch, das, das, das. So langsam hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Das Mistvieh. Die Aschewand könnte ich mir doch rein theoretisch sparen. Ach komm, dann sieht's schöner aus. Ob man sieht oder nicht sieht, ne? Die zwei kommt jetzt auch noch dazu. Ey, das meinte ich nämlich. Das ist hier ganz, ganz, ganz schlecht. Weil ich mache mir hier meine Bauwerke kaputt. Aber wir haben unseren Bambi. Jetzt kommen noch 5 Millionen Ameisen und noch 2 Millionen Spinnen. Weil wir kommen ja hier jetzt niedriger. Das heißt, dann kann es passieren, dass die uns auch hier drauf laufen. Gefällt mir so noch gar nicht. So, wir waren aber hier am
Holzlager bauen. Müssen wir nur mal gucken. Ja, hier muss wieder ein Boden rein. Wobei ich gerade am Überlegen bin, hier wollte ich keinen vollen Boden. Das sollte mehr aussehen wie so eine alte Scheune. Wisst ihr, wie ich meine? Also sprich, hier so einen mittleren Boden. Jetzt haben wir kein Holz mehr, war ja klar. Überall sind sie, die Biester. Und wir sind schon wieder arg lahm. Das kann doch nicht sein. Also da hoffe ich, dass beim nächsten Update dieser Effekt weg ist. Weil das ist echt nervig, finde ich. So, und rein theoretisch könnte ich jetzt aus dem anderen Lager mir das Zeug hier rüber schicken. Aber warum? Wir brauchen knapp 50 Stängel. Hier haben wir schon 20. Wenn ich das hier alles wegklopp, dann habe ich mal 50 Stängel. Dann sollte das auch kein Problem mehr sein. So muss ich auch nicht alles ans Hauptlager dran. Und ich räume auch mal mit auf hier, weil... Ihr seht es ja, als wieder taucht irgendwo anders ein Vieh auf. Und hier bei dem Punkt muss ich mich auch mal noch hochbauen. Einfach nur, dass er weg ist. Und da muss ich eh mal gucken. Ich würde ganz gerne noch mal ein paar Zähne sammeln gehen. Ich weiß halt nur im Moment noch nicht, wo welcher noch sein könnte. Weil bei mir das ist immer so ein bisschen verwirrend. Ihr müsst bedenken, ich spiele momentan auf, ich glaube, 3 Maps gleichzeitig. Und dann merkt man sich irgendwann nicht mehr, welches haben wir nicht. Nur hier fehlen mir ja noch mengenweise. Ich glaube noch knapp 15 goldene und 15 weiße. Also die müssten hier beim Spazierengehen schon irgendwo auffallen. So. Ich glaube ein goldener fehlt mir noch, der ist unten im Schuppen drin. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube doch, da könnte was gewesen sein, was ich noch nicht mitgenommen habe. Und dann müsste ich nochmal gucken, ob ich die ganze schwarze Ameisenbau leer gemacht hatte. Danke, dass du mir hilfst, das Zeug hinzulegen. Mistvieh. Na, wir haben sie schon fast. Sehr schön. Und von hier aus muss ja dann noch ein Weg rüber gehen. Das heißt, hier gehen wir. Wie würde das aussehen? Wahrscheinlich blöd. Naja, für so eine Scheune. Kann man machen, oder? Ja, ich denke, machen wir so. Das machen wir so.
Und anstatt Treppe hätte ich eigentlich auch eine Leiter nehmen können. Dann sieht es noch mehr so aus wie Scheune. Aber sollte ich auf die Idee kommen, mal irgendwas oben hochzulagern, zu bauen oder sonst irgendwas. Stängel kann man keine Leitern hochtragen. Das heißt, dann lassen wir das lieber mal. Hier denke ich mal, wenn wir eh so ein paar Schwierigkeiten kriegen, was das Dach dann angeht. Weil wir ja nur den inneren Steg haben, wo wir drauf laufen können. Das heißt, da muss ich vielleicht nochmal irgendwie improvisieren. Erstmal, dass ich überall dran komme. Dass wir dann wieder rückgängig abbauen können. So, ein Stängel fehlt. Ein Stängel fehlt. Ich glaube, ich spinne. Ja, haben wir drei Stück im Lager. So, hier bin ich jetzt am Überlegen, weil hier soll ja eigentlich eine Öffnung entstehen, wo so ein Kran rausguckt. Da bin ich am Überlegen, das könnten wir sogar so machen. Und den natürlich nach da oben. Und dann eigentlich wieder mit Stängelwänden, weil wie gesagt, Lagerhaus nicht großartig aus Ziegeln gebaut. Der Rückseite kann ich ja mal gucken, ob wir da auch vielleicht einen Kran dann integrieren. Ne, was heißt Kran? Eher so ein Hebezug. So ein Seilzug-Dingens da gedöns. So was soll es ja darstellen. So. Ich nur am Überlegen, ist das nicht zu hoch? Na, okay, kann man machen. Das heißt aber, dann müssten wir das ist schon wieder. Das müsste doch funktionieren. Warum sind wir hier eigentlich nicht mittig? Ach so, wir machen ja nach da hinten noch einen Knick. Na gut, das wird interessant. Weil ich habe da so einen Plan im Kopf, wie man das Dach machen könnte. Das könnte sehr interessant werden. Mal was anderes. Und es ist auch noch so machbar, genau. Das heißt, wir brauchen Kleedach. Das geht natürlich einmal hier entlang und hier entlang. So. Muss man halt mal gucken, ob mein Konzept aufgeht. Das ist halt ganz schön breit hier hinten, die Kante, ne?
Hier muss eine Ecke rein. So, jetzt muss ich überlegen. Dass wir einen schönen Übergang bekommen. Das wäre dann so. Dann muss hier ein flaches rein. Na, na. So. Die neben die Seite, die wollte ich flach halten. So. Dann den hier. Jetzt nur die Frage, wie schließe ich da oben das ordentlich und schön. Müsste man vielleicht... Das passt so nicht. Da passt ja der Winkel so nicht. Ich glaube, da kann ich nur... mit denen jetzt dran gehen. So. Aber die Höhe ist die Höhe. Kann ich nicht. Den da. Den da. Ja, und jetzt nochmal zwei Ecken rein. Oh, das ist wieder so ein verwirrendes Dach. Aber ich glaube, so passt es. Sieht komisch aus, aber es passt. So. Und hier... machen wir vielleicht einfach eine Ecke rein. Ach, verwirrend. Das ist echt verwirrend. So, und wie habe ich mir den Kran gedacht? Den Kran habe ich mir gedacht, indem wir... am besten stellen wir uns hier neben drauf, wenn das noch geht. Ja. Ach du Heilige, mit den Blaupausen wird es jetzt interessant. Vielleicht so irgendwie. Cool wäre es, wenn ich irgendwas dranhängen könnte. Aber der ist halt ein bisschen blöd, der Kran. Weil 1, 2, der endet direkt hier über der Kante. Der müsste ja eigentlich bis davor gehen. Das heißt, da müssten wir rein theoretisch noch einen länger machen. Aber mit dem Seil kriegen wir nicht hin. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da oben eine Seilbahn dran krieg. Dass mir hier unten eine Kiste mit einem Haken irgendwie befestigen. Ich weiß es nicht. Muss man mal ein bisschen hin und her probieren. Cool wäre es, wenn man vom Haken aus ausgehen könnte. Weil Seilbahn kriege ich da oben nicht drauf. Kriege ich auch nicht kopfüber oder sonst irgendwas. Ja. Das heißt, da muss ich mir was anderes überlegen. Es deutet zumindest einen Kran an. So, und so ein Kran braucht auch ein Gegengewicht. Und da hätte ich mir jetzt gedacht, das macht man aus Holz. Einfach hier den hier. Lässt den hier ins Gebäude reingehen. Oh.
und hier vielleicht einfach nochmal. Vielleicht so. Dann sieht es so aus, als wäre das stabil verbunden. Ach, ich habe doch keinen Plan. So, und hier mit dem Dach, wie machen wir das am gescheitesten? Also es gibt die Möglichkeit, wir setzen uns einmal jetzt hier eine Ecke rein. Sieht halt ein bisschen komisch aus, weil das haben wir auf der anderen Seite ja nicht. Und dann ist die Frage, mache ich hier auf der Rückseite auch nochmal einen Kran hin? Ich bin gerade am überlegen, ob ich vielleicht eher eine Konstruktion hinbekomme, beidseitig, wo ich doch vielleicht mit einer Seilbahn arbeiten könnte. Ich glaube, wir lassen das mal weg. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Ich finde, das sieht schon mal so ein bisschen wie so eine Scheune aus, ne? Hinten, vorne richtig schön groß offen. So, dann... Wieder einen schönen Fehler, guck mal. Jedes Mal, wenn ich setze, verdreht er es wieder. Achtung, plupp, jetzt ist es wieder verkehrt rum. Och Mensch. Da ist die Überlegung vielleicht auch offen zu lassen. Also sprich hier zu. Da und da. Und oben machen wir wieder schrägen hin. Was ein Gepuzzle. Warum muss ich auch immer so Bauwerke bauen? Kann ich nicht echt einfach mal ein viereckiges Häuschen hinstellen? Was mit einem kleinen Dach und... Nein, ich brauche wieder 5000 Folgen, damit wir ein Haus fertig haben. Warum immer so komplex? Wir müssen mal pennen gehen. Und hier an die Ecke machen wir uns noch einen Leuchtturm. Das wäre vielleicht dann bald das nächste Projekt. Müssen wir mal gucken. Hi, Rüssi. Also ich habe bis jetzt immer die Türen hier offen und es ist noch kein Tier in meine Base reingelaufen. Das ist auch cool. Die trauen sich nicht. Das müsste ich dann mal abbauen. Und den ersetzen. Aber, jetzt mal gucken. Ja, sieht schon ganz gut aus. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier... Vielleicht gehe ich sogar hier ein Stück raus für den Kran. Dass wir hier auch nochmal einen Boden hinsetzen.
Das muss aber auch schön aussehen. Das heißt, wir machen hier das so. Ich glaube, auf der anderen Seite machen wir genau das Gleiche. Ob da jetzt ein Kran entsteht oder nicht. Dies ist ja wurscht. Da ein und da ein. Ja, und dann muss ich mir jetzt eine Konstruktion überlegen, wie ich hier eine Seilbahn am besten drauf kriege. Weil dann könnte ich mir hier unten einfach eine Kiste bauen. So ein bisschen aus Holz, was weiß ich, hier halb hoch. So ein bisschen angedeutet, dass das von dem Schiffchen kommt. Und was weiß ich, auf die Mitte machen wir uns hier... mal uns halt zwei hin. Ach nee, da kriege ich ja keinen Haken drauf gelegt. Na, vielleicht deuten wir den Kran doch irgendwie anders an. Aber gut, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Ihr kennt das Spielchen, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren, ne? Und dann würde ich sagen, basteln wir dann nächste Folge mal ein bisschen hier weiter. Mal gucken, was wir hier rauskriegen. Also... bis dann und tschüss.